24. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Willkommen zurück. Verstehe. Der Polizeichef hat also Emma zum Verhör eingestellt. Das bringt nichts, darüber nachzudenken. Morgen ist der letzte Tag vor Gericht. Ich bin fest entschlossen, alles zu ihrer Verteidigung zu tun. Deshalb bin ich hier. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Was Sie mir im Laufe der letzten Tage erzählt haben, ist überhaupt nichts. Kein einziges nützliches Detail. Wirklich? Ich denke, ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges gesagt. Etwas, was ich Ihnen gleich am Anfang mitgeteilt habe. Ich sagte, ich sei diejenige, die Inspektor Goodman erstach. Wissen Sie, ich glaube, so langsam weiß ich Bescheid. Können Sie mit diesen Worten beschützen? Mia war eine gute Mentorin für Sie. Ich bin sehr eifersüchtig. Es scheint, als hätte Edgeworth recht gehabt. Womit? Edgeworth? Sobald Sie glauben, etwas zu wissen, kann Sie keiner mehr vom Gegenteil überzeugen. Dickköpfig war der Begriff, den er verwendete, glaube ich. Das ist jetzt die Chance, die Sie dazu zu bringen, mir den Rest der Geschichte zu erzählen. Jo, und jetzt heißt Reden. Ich muss zugeben, ich war zunächst mehr als nur ein bisschen verblüfft. Sie bestanden darauf, was getan zu haben, doch es gab keine belastenden Beweise. Dann kapierte ich's. Es ist nicht so, dass Sie nicht die Wahrheit sagen wollen. Sie sind nur nicht dazu in der Lage, weil eine bestimmte Person es nicht zulässt. Welch eine faszinierende Idee. Eine bestimmte Person, sagen Sie. Sie denken also, ich würde diese Person beschützen? Beschützen? Nein, ich denke, fürchten trifft es besser. Wenn ich mich nicht irre, hat diese Person Sie dazu überredet, den Mund zu halten. Rein theoretisch, Herr Wright. Darf ich erfahren, wer diese Person ist, von der Sie reden? Die Person, vor der ich mich angeblich so fürchte? Wie heißt diese Person? Gant. Nun, Frostguy? Herr Wright, Sie sprechen mit der Generalstaatsanwältin. Vergessen Sie nicht, was sich gehört. Sieht so aus, als würde sie immer noch nicht auspacken wollen. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte etwas mehr über die Umstände erzählen? Bis vor 2 Jahren waren wir Partner. Ich dachtete Ihnen als Inspektor. Angenommen, er wäre achtenswert, dann sagen Sie mir doch bitte, warum er versuchen sollte, seine Verbrechen zu vertuschen? Seine Verbrechen? Sie und Edgeworth werden vor einen Untersuchungsausschuss gestellt, wegen ihres Vergehen. Insbesondere wegen der Unterschlagung und Fälschung von Beweisen. Das sind natürlich schwere Vergehen. Aber warum wurde der Name von Polizeichef Gant in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Polizeichef Gant? Edgeworth wusste nicht mal über die Manipulation Bescheid. Die einzige Partei, die diese Beweise hätte untersuchen können, war ich. Ich hatte Zugang, weil ich die stellvertretende Leiterin der Ermittlungen war. Ja genau, Sie, aber auch noch jemand anderes, Damon Gant. Wenn Sie Polizeichef Gant anklagen möchten, müssen Sie mehr als nur Worte vorweisen. Zeigen Sie mir einen Beweis, dass Polizeichef Gant in jedem Fall Beweise gefälscht hat. Nein, zu weit. Bitte schön. Ich habe das hier gerade im Tresorenbüro des Polizeichefs gefunden. Diese Scherbe einer Base. Und dieses Stück Stoff. Wissen Sie, was das ist? Das sind Beweisstücke aus dem Fall SL9. Ich, derjenige, der Beweise unterschlagen hat, war Polizeichef Gant persönlich. Nun sagen Sie mir eins. Warum spielen Sie den Sündenbock für ihn? Touché, Herr Wright. Es ist so, wie Sie es vermutet haben. Ich muss die Befehle des Polizeichefs B folgen. Auch wenn das bedeutet, dass ich des Mordes für schuldig befunden werden sollte. Warum? Aber Herr Wright... Sie können doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich Ihnen das sage. Vor 3 Tagen. Ich hatte keine andere Wahl, als zu kooperieren. Beim Mord an Inspektor Goodman. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Befehle zu befolgen. Ja, das trifft's viel besser als kooperieren. Auch wenn ich Ihnen keine Details nennen kann. So viel kann ich Ihnen sagen, dass ich an jedem Tag einen Befehl bekam. Sie müssen die Leiche von Inspektor Goodman wegschaffen. Sie finden sie im Kofferraum von Miles Edgeworths Auto. Genau wie ich es mir gedacht habe. Entgegen der landläufigen Meinung. Waren Sie nicht diejenige, die Inspektor Goodman ermordete? Genau. Ich hatte versucht, die Leiche aus Edgeworths Auto zu nehmen. Der Kofferraum war kaputt. Ich entdeckte die Mordwaffe, als ich die Leiche untersuchte. Die Mordwaffe.
nachdem mein Etcher's Messer... Nein. Als ich in die... Ups, sorry. Das passiert mir in letzter Zeit öfter, oder? Als ich die Leiche fand, steckte dieses Messer in ihr. Das Messer aus dem Fall SL9. Das Messer des Serienmörders Joe Darker. Ich konnte dieses Messer nicht einfach in ihm stecken lassen. Also zog ich es heraus und stach mit einem anderen Messer zu. Das war dann Edgeworths Messer? Genau. Obwohl er schon tot war, zitterten meine Hände bei dem Gedanken, ihn zu erstechen. Deswegen verletzte ich mich an der Hand. Und das ist der Grund für den Verband an ihrer rechten Hand? Ja, offenbar ist auch auf die Schuhe des Opfers Blut getropft. Was? Egal. Und dann hat sie mich dabei gesehen, als ich mit dem Messer zugestoßen habe. Frau Star. Warum mussten sie Darkes Messer so dringend verstecken? Darkes Messer. Es war viel Arbeit, den Fall Joe Dark vor 2 Jahren endgültig abzuschließen. Es war vorbei. Ich wollte nicht, dass er jemals wieder geöffnet wird. Meine Absicht war, das mit allen Mitteln zu verhindern. Deswegen haben sie Darkes Messer versteckt. Die beim Mord am Inspektor verwendete Waffe war ein Beweis aus dem Fall Joe Darker. Wenn das herausgekommen wäre, wäre es ein gefundenes Pressen für die Reporter gewesen. Also haben sie das Messer in ihrem Schal gewickelt und es versteckt. In Edgeworths Auspuff. Genau. Danach habe ich meine Schwester angerufen, um ihr zu sagen, was passiert ist, und sie zu bitten, das Messer aus meinem Schal zu verstecken. Sie haben immer darum gebeten? Ich wollte nicht, dass jemand bei der Polizeichef verdammt davon erfährt. Es passiert mir andauernd. Ich nehme einfach jetzt meinen Finger von der rechten Maustaste und dann wird es schon irgendwie klappen. Das wird erklären, warum Emma so zuversichtlich ist. Was Lanes Unschuld betrifft. Was Anruf betrifft, ich hatte ein schlechtes Gefühl bei einem der Anrufer an dem Tag. Ein schlechtes Gefühl? Die Wahrheit ist, nachdem ich die Befehle vom Polizeichef Gant bekommen hatte, machte ich zunächst mal einen Anruf. Ich rief Streifenpolizist Jake Marshall an. Marshall? Warum ausgerechnet ihn? Der leitende Ermittler im Fall SL9 war gerade ermordet worden. Ich wollte diese Tatsache geheim halten und ich brauchte Hilfe. Er war der einzige andere Mensch, dem ich vertrauen konnte. Wenigstens dachte ich in diesem Moment, dass ich ihm vertrauen könnte. Jedoch, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, scheint er eine eigene Kampagne gestartet zu haben. Ach, Sie meinen also, da er nicht wollte, dass der Fall begraben wird, entschloss er sich selbst zu handeln. Er verkleidete sich als Inspektor Goodman und wollte die Beweise stehlen. Er hatte ja bereits den Ausweis gestohlen. Aber er hatte sich wohl noch nicht entschieden, in den Beweisraum einzubrechen. Nach meinem Anruf müssten jegliche vorhandenen Zweifel wie weggeblasen gewesen sein. Achso, hat ihr Anruf den Vorfall im Beweisraum aufgelöst, keine Ahnung. Meine Güte. Ihr dürft's mir nicht krumm nehmen, es ist schon 0.14 Uhr. Ich fürchte, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Aber Lana, Sie haben sich meinen Respekt verdient, als Verteidiger und auch als Ermittler. Aber bitte, verfolgen Sie die Sache morgen bei Gericht nicht weiter. Der morgige Prozess, es gibt nur einen Weg, um Lanas Dämonen zu vertreiben. Ich muss allen Dingen auf den Grund gehen. Inspektor Goodmans wahren Mörder finden. Und herausfinden, was vor 2 Jahren im Büro des Polizeichefs passiert ist. To be continued. Hat auch lange genug gedauert. Oh, ja. Speichern. Das klingt nach einem Plan. Und jetzt, wo ich gespeichert habe und wir jetzt wieder bei Gericht sind, gibt es einen Schnitt.